Heute zu Gast in unserer Platzverweis.at-Gesprächsreihe der neue Trainer von SV Horn, Hans Klär. Hallo Hans. Hallo. Gleich einmal die erste Frage. Hast du dir schon das Buch Japanisch für Anfänger gekauft? So ein Dummy-Buch, gell? Nein, noch nicht, aber zum Glück gibt es Englisch und da kann man sich auch kommunizieren mit Englisch. Also von dem her ist das kein Problem. War das jetzt eine schnelle Sache, dass du bei Horn Trainer geworden bist oder hast du dich ein bisschen überreden lassen müssen? Ja, es ist relativ rasch dann gegangen. Also übers Wochenende Bedenkzeit gehabt und schaut, dass man alles arrangiert. Ist doch ein bisschen weiter weg. Und ja, und dann habe ich mich dafür entschieden. Das heißt, du pendelst jeden Tag von Wien nach Horn? Ja, so ist es. Das heißt, du nimmst viel auf dich, viel an Zeit pro Tag. Das heißt, das Angebot war sehr verlockend, sportlich vor allem einmal. Ja, natürlich, es ist eine sportliche Herausforderung. Vor allem ist Horn ein sehr gut situierter Verein, der strukturiert arbeitet, der jetzt jahrelang in der ersten Liga war, auch in der Regionalliga schon Jahre von der Infrastruktur und rundherum weit ist, sage ich mal. Ja. Ich glaube, dass dieser Verein auch noch mehr jetzt vorhat mit dem neuen Partner, mit dem japanischen. Ja, und von dem her ist es natürlich dann eine neue Herausforderung für mich gewesen und die ich jetzt gerne annehme. Nach den paar Tagen, die du dort bist, ist das jetzt noch der SV Horn, den man kennt, oder ist das jetzt komplett neu und japanisch, wie sich das vielleicht jeder so vorstellt? Naja, ich habe den SV Horn von früher auch nicht so gekannt, was die Internas betrifft. Also es ist halt jetzt schon eine komplett neue Situation für mich und glaube auch für den Verein, das merkt man, es ist halt ein Partner, wo die Entscheidungen halt gemeinsam getroffen werden und es ist halt für alle jetzt ein bisschen ein Neuland und ja, wir sind von dem her, ist es wie gesagt eine spannende Situation jetzt mit dem neuen Partner, aber wie gesagt, also die haben die Ziele und so sind jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig. Und japanische Ziele werden halt immer hochgesteckt, was man da hört. Also von dem her, wir sind aber jetzt da im Jahr 2015 und da gilt es einmal jetzt der Mannschaft aufzubauen und natürlich mit dem Ziel auch Meister zu werden. Jetzt habe ich den Herrn Prischling, den Geschäftsführer, auch schon gefragt. Das Ganze ähnelt ein bisschen, wenn man den Namen Straunach da jetzt hernimmt, großer Investor, der einsteigt und wenn er dann wieder rausgeht, ist vom Verein nicht mehr viel über. Kann man da bei Horn Entwarnung geben? Also das glaube ich schon. Also ich bin jetzt da zu kurz da, um das zu beurteilen, glaube ich. Aber ich habe den ersten Eindruck, dass der Verein sehr gut aufgestellt ist. Thomas Kronsteiner hat da in den letzten Jahren den Verein sehr, sehr gut geführt, glaube ich. Und auch in die erste Liga gebracht und ist sehr anerkannt. Und ich glaube, es ist nicht nur die Säule jetzt die Japaner und dann wird alles zusammenbrechen. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Also da kann ich Entwarnung geben, der Verein ist breit aufgestellt im Waldviertel, es gibt sehr viele Sponsoren im Waldviertel, soweit ich das jetzt bis jetzt nach einer Woche beurteilen kann. Und von dem her glaube ich nicht, dass das so der Fall sein wird, wie du das angesprochen hast wie der Herr Stronner. Meistertitel ein Muss? Was ist Muss? Muss ist, glaube ich, Muss. Sterben müssen wir alle, das ist ganz klar. Wir wollen Meister werden mit dem Ziel. Ich glaube, der Verein, wenn man die Infrastruktur kennt und das ganze Gegebenheiten, glaube ich, ist es ein Verein, der in die erste Liga auch gehört. Der Abstieg sportlich hat natürlich jetzt, was kadermäßig und sportlich betrifft, ein bisschen ja, einen sportlichen Missstand hinterlassen natürlich. Das war natürlich für alle überraschend, weil, glaube ich, in Horn hat auch keiner damit gerechnet, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und von dem her ist halt die Situation so, wenn der Absteiger ist, sind alle Verträge auf einmal frei. Das heißt, die sind nicht mehr gültig. Und so ist es halt so, dass halt die meisten Spieler, vor allem auch junge Spieler, die nach oben wollen, dann einfach nicht mehr in der Regionalliga spielen wollen. Das ist natürlich dann schade. Spieler wie Dursch, Kreuzbichler sind nach Lustenau gegangen und dann gibt es endlich andere auch, die natürlich in der zweiten Liga spielen wollen und von dem her müssen wir jetzt Alternativen suchen. Bevor du bei Horn unterschrieben hast, ich nehme mal an, die Vereine werden sich bei dir über Schlange gestanden sein, dass du neuer Trainer beginnen wirst, oder? Ich weiß nicht, was Schlange ist, aber wie gesagt, ich bin jetzt bei Horn. Ich habe mir das gut überlegt, das ist der nächste Schritt für mich.
Herausforderung, hier zu arbeiten bei dem Verein, und ich freue mich auf die Aufgabe. Blickt man ein paar Wochen zurück, da warst du FAC-Trainer, von einem Tag auf den anderen warst du es nicht mehr. Die Zeit bis jetzt, was hast du da gemacht? Naja, man muss das Ganze verarbeiten. Es ist so, wie du sagst, am ersten Tag danach ist natürlich ein bisschen enttäuscht oder sehr enttäuscht vom Verein gewesen damals. Die Art und Weise und natürlich auch die Situation, wie sie eingeschätzt worden ist, ist, glaube ich, andere als ich sie eingeschätzt habe oder viele andere auch wahrscheinlich. Die Art und Weise nach diesem Spiel war natürlich sehr überraschend für mich, aber wie gesagt, das muss man verarbeiten, abhaken in dem Geschäft. Dass es keine Dankbarkeit gibt, das wissen wir in dem Trainergeschäft und mit dem muss man leben. Wir Trainer, hat man schon oft gesprochen, sind meistens die Ersten, die herhalten müssen, müssen Verantwortung übernehmen, und so ist es. Und wie gesagt, ich habe ein paar Wochen gebraucht, ein paar Tage, das zu verarbeiten, und habe aber gewusst, dass, glaube ich, meine Arbeit beim FAC braucht sich nicht verstecken. Ich kann stolz auf das sein, was ich und mein Trainerteam damals geleistet haben in den 3,5 Jahren. Und so habe ich das auch gesehen. Und wie gesagt, jetzt ist Zeit zur Veränderung, und das ist so im Leben, gibt immer wieder Veränderungen und neue Aufgaben. Und das, mit dem Thema habe ich mich beschäftigt, in welche Richtung soll es gehen. Und ich bin froh, dass ich jetzt den nächsten Schritt setzen kann in meiner Laufbahn. Wie hast du dann in der letzten Runde den Klassenerhalt vom FAC wahrgenommen? Hast du dich gefreut oder war dir das egal? In der letzten Runde, glaube ich, war es für mich schon klar, dass das die Mannschaft schafft. Zwei Runden vor Schluss war das entscheidende Spiel in Hartberg, da ich auch gefragt worden bin. Also ich habe gewusst, dass die Mannschaft Charakter hat, kennt die Mannschaft, und die Mannschaft kann Drucksituationen bewältigen. Und ja, wie ich sehe, habe ich recht behalten. Und natürlich freue ich für die Mannschaft und auch natürlich für den Verein, weil ich habe doch 3,5 Jahre dort was aufgebaut, und da freut man sich natürlich mit, dass es der Verein geschafft hat. Hat es da nachträglich jetzt noch Gespräche gegeben zwischen dir und dem Verein? Weil ja, wie man ja weiß, ist ja dein Nachfolger beim Spiel, wo es um viel gegangen ist, schon auf der Tribüne gesessen. Ja, das ist das Geschäft, das ist ganz normal. Wenn ein Verein oder wenn da ein Trainer angerufen wird und sagt, wir wollen dich eventuell als Trainer und wir werden wechseln, dann ist es so. Das ist bei mir ja genauso. Ich bin jetzt auch da und übernehme einen Trainerjob. Also von dem her ist das normal. Wie gesagt, also ich habe es eh vorher schon erwähnt, am Anfang ist die Enttäuschung groß, und weil man halt in dieser Situation nicht die Spiele beurteilt hat, wie sie waren. Ich glaube, dass wir also damals beim FAC jetzt die Rückrunde natürlich das eine oder andere Spiel sehr, sehr unglücklich verloren haben und immer als bessere Mannschaft, aber das hilft dann nicht, und da muss man, wie gesagt, der Verein hat das anders gesehen, so ist es, und damit, ich habe es abgehakt, das ist in dem Geschäft so, und ich schaue nach vorne. Aber man kann schon sagen, die gesamte Zeit vom FAC, die positiven Erinnerungen überwiegen da, ganz klar. Na, ganz klar, also braucht man sich nur anschauen, wann ich gekommen bin im Jahr 2011, glaube ich, an 15. Stelle, es war schwer im Abstiegskampf, also mit 8 Punkten habe ich es übernommen, und von dem her hat man ja die Entwicklung dann gesehen, es war eine tolle Zeit. Die Entwicklung der Mannschaft, das war eine geile Zeit, muss ich sagen, und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ja, man merkt es natürlich, also an der Mannschaft hängt man natürlich einige Zeit, aber wie gesagt, es ist auch so, dass man auch wieder Veränderungen braucht und es gibt neue Herausforderungen, und jetzt ist meine ganze Kraft da beim SV Hahn. Wenn du deine bisherige Trainerkarriere so Revue passieren lässt, wie zufrieden bist du mit dir selbst? Ja, eigentlich, wie gesagt, also ich glaube, wenn man so die Situation gehabt hat, dann hat man einige Zeit zum Nachdenken auf einmal. Dann lässt man natürlich gewisse Dinge Revue passieren, analysiert die Sachen, das ist ganz wichtig, regelmäßig. Man muss auch immer wieder kritisch sein als Trainer, was kann man verbessern, wo ist mein Einfluss, was kann ich bewirken. Ob dann, wenn man 3 Chancen hat und der Stürmer hat den Ball 2-mal oder 3-mal daneben und man macht einen individuellen Fehler hinten, dann glaube ich, dann weiß man, woran das ist. Das ist Fußball einmal, ja, das ist entscheidend. Und wie gesagt, also im Gesamten bin ich mit der Arbeit, die ich geleistet habe, sehr zufrieden. Ja.
wie die Mannschaft aufgetreten ist. Ich glaube, man hat gesehen, was für einen Fußball wir spielen wollen. Es war auch so, dass wir als Aufsteiger, hat uns keiner in Rechnung gehabt. Wir waren Fixabsteiger. Jeder hat gesagt, der FAC steigt eh sofort ab, weil wir nicht auf Profitum umgeschalten haben. Wir haben die Mannschaft mit 12 Spielern damals im Sommer mitgenommen aus der Regionalliga. Auch das war abgesprochen und das war Teil der Philosophie. Wie gesagt, es war schwer okay und ich glaube, ich brauche mich nicht verstecken von meiner Leistung. Von dem her bin ich zufrieden, so wie wir gearbeitet haben. FAC war ja nicht dein erster Verein in der ersten Liga. Du warst auch schon bei Austria Lustenau tätig. Von der Zeit noch irgendwas im Gedächtnis oder ist das schon so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß? Na, das ist natürlich alle Erfahrungen, die man macht im Trainerjob oder auch als Spieler, die gewisse Sachen bleiben immer wieder. Ja, es war auch damals meine erste Station, das war damals überraschend. Ich bin vom SV Gerersdorf, von der 5. Liga damals in den Profitum eingestiegen und war auch für viele überraschend und es war meine erste Trainerstation und da nimmt man natürlich am meisten mit. Ja. Man will alles zerreißen, man glaubt, man ist da ein Magier, man kann mit 17 Spielern umgehen, die schwierig sind oder wie auch immer. Ja. Man glaubt, jedes Problem kann man lösen, aber man muss halt lernen auch. Man ist ein Mensch, man hat gewisse Kräfte und man muss halt die gewissen Kräfte dann fokussieren. Das ist ganz wichtig im Fußball und von dem her sind solche Erfahrungen ganz wichtig. Auch diese Erfahrung jetzt beim FAC, auch wenn es negativ war, aber wie gesagt, also auch solche Entscheidungen sieht man, dass es dann Wichtigeres gibt als Fußball. Da ist wichtig, dass man Rückhalt hat, Familie und so weiter. Und von dem her weiß ich das einzuschätzen. Ich habe auch einen Beruf gehabt, also ich kann jederzeit, bin nicht abhängig vom Fußball und das war immer wichtig. Das war die Zeit damals in Lustenau, dass ich gemerkt habe, ich kann es. Ja, ich weiß, ich kann eine Mannschaft führen, wir waren erfolgreich. Und so ist es auch hier. Es muss Spaß machen und es gibt andere Dinge. Man muss immer relativieren, in welchem Zusammenhang das Ganze steht. Und das bringt schon viel mit sich. Also solche Erfahrungen, die ich damals von Lustenau mitgenommen habe, dass man denen einzuschätzen weiß. Wenn du jetzt schon zweimal in der ersten Liga trainiert hast, siehst du dich langfristig als Erstligatrainer? Ja, ich glaube, es ist. Was ist Erstligatrainer? Ich glaube, es gibt viele gute Trainer in Österreich, viele junge Trainer ambitioniert. Es gibt auch viele gute alte Trainer, die aus Erfahrungen haben, leben. Es gibt unterschiedliche Typen von Trainer und Fußball ist nicht so, dass es einen Typ von Trainer und einen Typ von Fußball, der erfolgreich sein kann, gibt. Also es gibt für mich verschiedene Typen von Trainer, es gibt verschiedene Philosophien, es gibt verschiedene Vereine. Meine Philosophie ist, es muss immer zusammenpassen. Das heißt, jeder Trainer kann nicht bei jedem Verein, glaube ich, funktionieren, auch nicht mit der Mannschaft. Das heißt, man muss sich auch die Mannschaft nach den Typen zusammenstellen, mit der man besser funktioniert, ist meine Meinung. Und auch beim Verein. Das heißt, man muss sich wohlfühlen, man muss sich dort entfalten können, man muss den Rückhalt haben, dass man seine Philosophie durchsetzen kann. Und dann kann es erfolgreich sein. Aber erfolgreich kann Kick and Rush sein, erfolgreich kann Kurzpassfußball sein, meiner Meinung nach. Und so haben alle verschiedenen Typen von Trainern auch Berechtigkeit, dass es gibt. Und sie werden auch immer wieder erfolgreich sein. Also, und erste Liga oder Profitrainer, ich habe bewiesen, glaube ich, dass man in dem Bereich, dass ich das erfolgreich machen kann. Und wie gesagt, ich habe oft gesagt letztes Jahr, es ist oft schwieriger, wenn man in der Regionalliga ist, wenn man nur einmal Training hat, was Trainingssteuerung und so weiter betrifft. Von dem her kenne ich beide Seiten und beide Seiten machen Spaß. Wie schaut dein Tagesablauf jetzt aus? Das heißt, du gehst in die Arbeit und dann fährst nach Horn zum Training, oder? Nein, ich habe meine Arbeit aufgegeben jetzt für einen 2-Jahres-Vertrag und für diese Zeit jetzt bin ich voll bei SV Horn und kann mich auf das konzentrieren, weil wir natürlich auch Vormittagstraining haben. Und ja. Stichwort Direktaufstieg. Das hat so den Anschein, bei diesem Wort wird bei jedem Verein die Geldtasche extrem groß aufgemacht, wenn man sich jetzt die Transfers anschaut. Da kann man jetzt noch nicht wirklich sagen, wer da um einen Titel mitspielen wird, weil alle voll aufrüsten. Ja, es schaut so aus. Also Geld dürfte abgeschafft worden sein in der Regionalliga. Ja, natürlich, diese Saison hat man gewusst, das wollen alle Vereine durch den Direktaufstieg diese Chance nutzen. Es werden mehrere Vereine jetzt um den Aufstieg buhlen. Das wird auch, glaube ich, eine super Liga heuer, spannende Liga um den Aufstieg. Ich freue mich schon drauf. Vielleicht ein Plus für Horn, dass man bei euch sagt,
wir wollen aufsteigen, aber wenn nicht, dann halt nächstes Jahr. Andere Vereine, glaube ich, gehen da wirklich all in. Kann ich nicht beurteilen, was bei den anderen Vereinen abläuft. In Horn ist es so, dass wir aufsteigen wollen, natürlich auch das Ziel ist. Aber wie gesagt, also dass es ein schweres Ziel ist, nach einem Abstieg auch gleich wieder aufzusteigen, wissen wir. Aber wir werden schauen, dass wir werden alle Kraft daran setzen, dass wir jetzt den Kader so zusammenstellen, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft haben. Und Meister zu werden, da gehört natürlich mehr dazu. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig, ist das Schwierigste im Fußball. Da müssen viele Dinge mehr passen. Und wie gesagt, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann wollen wir dieses Jahr schaffen. Aber wenn nicht, gibt es ein zweites Jahr und dann bin ich überzeugt, dass Horn dann wieder in der ersten Liga ist. Und ich glaube, ein persönliches Ziel für dich hast du jetzt schon erreicht, nach einigen Wochen Pause wieder am Platz stehen, den Rasen schnuppern, mit den Spielern zusammenarbeiten. Ja, das auf alle Fälle, aber das war mir drei Tage später klar. Also wie gesagt, also, das war mir klar, dass ich am Fußballplatz hingehöre, das ist mein Leben und da geht mir was ab. Aber wie gesagt, also ich wollte aber nicht unbedingt am Platz stehen, also so ist es auch nicht. Also ich hätte auch eventuell eine Pause in Kauf genommen, also wie gesagt, aber macht schon Spaß, wenn man am Platz stehen kann, mit den Spielern arbeiten, jeden Tag, also das stimmt schon, hast schon recht, also das macht große Freude. Hans, dann danke für das Interview und wir freuen uns, dass wir dich wieder in der Ostliga haben. Gutes Gelingen mit Horn. Dankeschön.